Hallo, liebe Super Mario RPG-Freunde und willkommen zu unserem lieblichen Bonus-Part von jenem Spiel, in welchem wir heute genau zwei Dinge vorhaben, die wir noch erledigen wollen. Zum einen könnten wir im Froschteich sämtliche Lieder abspielen, wofür wir keine Ahnung was bekommen. Aber das ist schrecklich nervig und ihr wollt nicht sehen, wie ich 20 Mal versuche, die Kaulquappen richtig hinzubekommen. Das ist schrecklich langweilig, das wollen wir nicht. Nein, wir haben zwei bessere Pläne. Zum einen wollen wir in das Casino und zum anderen wollen wir den Super Secret Geheimboss finden. Das Casino ist eher so ein kleiner, netter Beigeschmack. Was wir hauptsächlich wollen, ist selbstverständlich, dass das Casino finden. Ich meine, den Boss bekämpfen. Das Casino finden ist das, was wir nicht wirklich wollen. Das wollen wir nur bedingt. Ja. Okay, folgender Plan. Dafür, um das zu machen, müssen wir diesen Kampf hier beenden. Da kann ich gleich auch noch eine Sache ansprechen. Ich habe mir die Freiheit genommen, zwischen diesem und dem letzten Part nochmal ein bisschen zu grinden. Und wie es sich herausgestellt hat, muss ich übrigens den kompletten Weg, den wir da unten gegangen sind, muss ich komplett nochmal zurückgehen, um hier wieder rauszukommen aus dieser schrecklichen anderen Dimension. Aber auf jeden Fall habe ich ein bisschen gegrindet und wir sind ein gutes Stück stärker geworden. Wie es aussieht, ist Peach sogar noch ein Stück stärker geworden. Das freut mich. Ja, machen wir das, was auch immer. So, wie ihr sehen könnt, Mario war davor auf Level 23, er ist jetzt auf 27. Ich glaube, Guido auf 27, er ist 29 und Peach ist jetzt auf Level 26. Ich denke, das sollte leveltechnisch stark genug sein, um den Secret Boss zu bekämpfen. Ihr müsst wissen, er ist der stärkste Kämpfer im Spiel, dementsprechend musste ich da nur ein bisschen nachlegen. So, was wir hier jetzt machen wollen, um das Casino zu finden, ist erstmal hier weggehen. Und dann müssen wir hier die eine Röhre finden, in welcher ein goldener Chainshop drin ist. Und den goldenen Chainshop müssen wir bekämpfen und dann noch etwas anderes Geheimes ausführen. So, jetzt nur das Problem. Welche Röhre war das? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es herausfinden. Indem wir Piranha-Pflanzen bekämpfen. Oh, wow, dieser Bonus-Part beginnt so spannend. Ich habe nie gesagt, dass der Bonus-Part spannend wird. Ich habe nie gesagt, dass es spannend wird. Und wir suchen jetzt erst das Casino. Danach der Secret-Boss, okay? So, war hier der goldene Chainshop zufälligerweise drin? Zufälligerweise nicht. Okay, hätten wir Nummer 1 abgehakt. Fehlen nur noch 4 weitere. Okay, shy away. Gieße eine Piranha-Pflanze. Dankeschön. Gott, wenn ich halt echt doch wüsste, wo der goldene Chainshop drin war. Das wäre unglaublich hilfreich. Kann ich von euch eigentlich nicht auch einfach fliehen? Ging nicht. Renn weg. Weggerannt. Ja, man kann vor denen auch einfach fliehen. Okay, dann werden wir das so machen. Ach fuck, das bringt uns überhaupt nichts. Fuck, ich muss ja wissen, was in der Röhre ist. Es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich vor ihnen wegrenne. Gut, dass ihr mich daran erinnert habt, dass es nichts bringt. Gut, dass ihr mich daran erinnert habt. Aber das sollte eh relativ schnell gehen. Wir machen jetzt einen geschmeidigen Guido-Stoß, welcher unglaublich stark sein sollte. Ich meine, Guido ist auf fucking Level 29. Es ist ziemlich stark und damit sollte dieser Kampf sowieso beendet sein. Badaboom. Das Fuckteil lebt noch. Warum lebst du noch, du Fuckteil? Danke, dass du tot bist. Verdammte Scheiße. Ja, wir sind echt ein gutes Stück stärker geworden, seit ich jetzt hier war in der Gegend. Und das ist gar nicht mal so lang her. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Hier haben wir keinen goldenen Chainshop. Doch, hier haben wir einen. Hier haben wir einen. Wir haben einen goldenen Chainshop. Okay. Erstmal schalten wir euch aus, damit ihr mir nicht auf den Sack geht. Und dann, wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir jetzt dann natürlich auch erstmal den goldenen Chainshop besiegen, okay? Das sollte eine relativ klare Sache sein. So. Goldener Chainshop. Hallo. Wir bekämpfen dich. Oder euch drei. Mumps, wir bekämpfen euch. Und da müssen wir an dieser Stelle noch eine ganz gewisse andere Aktion ausführen. Welche Aktion werdet ihr gleich sehen? Ich hoffe zumindest, dass das hier richtig ist. Ey, ich bin nur geschriebenen Anweisungen nachgegangen, die nicht sonderlich gut sind. Dementsprechend, ich hoffe, dass das richtig ist. Ich kann es nicht garantieren. Ich hoffe es sehr stark. Oh Gott, sei bitte richtig. So, und dann müssen wir hier 1, 2, 3. Dreimal hüpfen. Das war falsch, oder? Fuck! Wie es aussieht, war ich doch richtig. Wir machen 1, 2, 3. Badaboom! Plattform! Es ist ein verfickt gut verstecktes Casino. Verdammte Scheiße. Können wir jetzt Great Guys Casino? Oh mein Gott, wir können jetzt rein. Oh mein Gott, Leute. Das legendäre Casino. Oh mein Gott. Hier war noch nie jemand vor uns drin. Hallo! Dieses Casino ist nur für Mitglieder. Dieses Casino ist nur für Mitglieder. Dieses Casino ist nur für Mitglieder. Fuck. Ich müsste doch Mitglied sein. Warte, die Mitgliedskarte bekommt man. Oh nein, die muss ich erst noch besorgen. Ich dachte, ich hätte die. Ah.
Die Mitgliedskarte bekommt man von Knife Guy. Der eine Typ, der ein Boss auf Boosters Tower war. Ich habe ihn gefunden! Knife Guy, auch in der Übersetzung bekannt als Messerschmidt. Hallo! Er treibt sich hier im Boosters Tower herum. Bitte ich wirklich um Entschuldigung. Spielen wir doch was hier! Bitte schon Spaß! Kennst meine Übung? Was ich jetzt mache, sag ich, machst du bitte? Natürlich. Ich mach mit. Welche Hand ist der gelbe Ball? Weißt du es? Pass jetzt auf. Rühr die Hand, der du den Ball vermutest. Hier. Hey, falsch. Das ist die Hand. Du verlierst. Machen wir es mal wieder. Oh, muss ich die Scheiße jetzt wirklich machen? Sicher. Sicher, sicher. Wir spielen. Welche Hand ist der gelbe Ball? Welche Hand ist der Ball? Da. Sehr gut. Ein Preis für den Sieger. Welcher Pilz? Was soll ich mit der Scheiße? Weg damit. Brauche ich nicht. Spielen wir? Sicher. Okay, wir müssen das jetzt ein paar Mal machen. In welcher Hand ist der gelbe Ball? Ey, ich meine das Casino hier in dem Spiel. Machen wir uns nichts vor. In welcher Hand du Ball verbotest? Da. Sehr gut. Preis für den Sieger. Yes. Nochmal ein Welker-Pilz. Wenn ihr in dem Spiel in das Casino wollt, dann müsst ihr ein bisschen was für machen, Leute. Dann wird euch nicht, geschenkt. In welcher Hand ist der gelbe Ball wohl? Weißt du es? Pass auf. Ich sage, er ist wieder in der rechten Hand. Hey, falsch. Stian, du verlierst. Machen wir es mal wieder. Fuck! Spielen wir? Okay. Ja. Oh Gott. Ich frage mich, wie oft ich die Scheiße machen muss. In welcher ist der Ball? Oh. Verlierst. Machen wir es mal wieder. Wie oft muss ich das machen, bis ich was Cooles bekomme dafür? Und zwar gibt es da die Eintrittskarte fürs Casino. Fuck! Komm schon! Messerschmidt! Lass mich nicht im Stich! Gib mir die Karte! Ich brauch die, ich will ins Casino! Das ist wichtig! Das ist das größte Secret im Spiel! Preis für den Sieger! Pilze halten! Ahahaha! Seht ihr, wir bekommen schon den normalen Pilz, okay? Das heißt, die Preise werden immer besser. In welcher Hand ist der gelbe Ball? Weißt du es? Ich habe keine Ahnung, ich werde einfach weiter raten, bis ich es richtig habe, okay? Da! Sehr gut, der Preis für den Sieger! Welcher Pilz? Fuck! Warte! Okay, scheinbar müssen wir das Spiel mal weiterspielen und es wird scheinbar immer schwerer. Was seltsam ist, weil ich das Gefühl habe, dass es immer ein Glücksspiel ist. Aber irgendwann, wenn man es weit genug gespielt hat, bekommt man die Fuck-Karte, die Eintrittskarte fürs Casino. Ach, komm schon. Welcher Hand ist er? Ich weiß es doch nicht. Sehr gut, ein Preis für den Sieger. Welcher Pilz? Ich will die Scheiße nicht. Ah, komm schon. Gib mir das Gute. Spielen wir sicher. Ja, spielen wir noch ein paar Mal. Das ist spaßig. Das kann ich den ganzen Tag machen. Oh, Junge. Welcher ist der Ball? Fuck. Helle Karte erhalten. Yes. Wir haben die Karte. Wir haben die Karte. Wir haben die Karte. Wir haben die Karte. Was packen wir dafür weg? Fucking Yoshi Zucker, ich brauch niemand. Wir haben die Karte bekommen. Damit kannst du das Casino meines Bruders. Nur, wo ist es? Das ist eine gute Frage. Ich weiß genau, wo es ist, mein Freund. Ich weiß es ganz genau. Jetzt muss ich nur noch meinen Weg hier rausfinden. Okay, Karte habe ich bekommen. Wie hat das funktioniert? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe das mit Safe States gemacht. Ich habe das ein paar Mal geschafft. Und ich glaube, man muss das einfach ein paar Mal am Stück, so fünfmal oder so am Stück schaffen, bis er die Karte rausrückt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Bei mir hat es jetzt auf jeden Fall irgendwie geklappt und ich bin relativ zufrieden damit. Ich bin relativ zufrieden. Das heißt, wir können jetzt dieses verdammte Casino. Ich möchte anmerken, ich sitze an der Scheiße jetzt schon 20 Minuten lang. Oh Gott. Oh, selbst wenn man weiß, was man machen muss fürs Casino. Wenn man es ungefähr weiß, kann das noch ein bisschen dauern. So, Great Guys Casino. Wir suchen einen Great Guy. Viel Spaß und viel Glück. Dankeschön. Oh shit, das ist ziemlich unspektakulär. Na dann mal, ich leite das Casino. Viel Spaß. Dankeschön. Willkommen im Great Guys Casino. Willkommen im Great Guys Casino. Willst du einen einarmigen Banditen spielen? Ja. Brauchst du eine Klärung? Nein. Das kostet dich 10 Münzen. Viel Spaß. Okay. Oh, das ist das hier. Noch ein Spiel sicher. Oh mein Gott. Fuck. Noch ein Spiel sicher. Machen wir noch eins. Fuck. Noch ein Spiel. Ja. Ich will wenigstens einmal was gewinnen hier. Fuck. Noch ein Spiel. Ja. Bam. 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 Yes.
Oh, eine Froschmünze. Nein, kein weiteres Spiel. Wie du wünschst. Okay, so kann man Froschmünzen farmen. Da ist das Casino. Wow, das war ziemlich aufregend. Das war die Zeit auf jeden Fall wert. Ich weiß, ich bin auch begeistert. So, dann kommen wir jetzt zur eigentlichen Attraktion, liebe Leute. Wir werden jetzt den Super Secret Geheimboss suchen. Oh mein Gott, der Super Secret Geheimboss. Ja, genau der. Zuerst mal müssen wir dafür nach Maulwill oder Maul. Wie auch immer. Hier suchen wir dich. Hier ist mein kleiner Laden. Möchtest du einen Leuchtstein? Nee. Oder? Bring mir ein Feuerwerk, dann gebe ich dir Leuchtstein. Okay, fuck, genau das war's. Den Leuchtstein brauchen wir. Das heißt, wir müssen jetzt jemanden finden, der uns Feuerwerk verkauft. Wer hat hier nochmal Feuerwerk verkauft? Ich weiß nicht, ich bin hungrig. Ich möchte einen Kohlekeks. Das ist schön für dich. Ich hätte auch gerne einen Kohlekeks. Reden über dich, Kinder. Was benötigst du? Feuerwerk hätte ich gerne. Wer verkauft Feuerwerk? Du! Fuck. Magst du Feuerwerk? Ich arbeite an meiner eigenen Erfindung. Bis jetzt habe ich nur den Zünder, aber ich gebe nicht auf. Möchtest du erst für 500 Münzen? Ja. Danke. Warte auf mein Meisterwerk. Komm mit mehr Geld zurück und kauf meine Erfindung, okay? Okay, Feuerwerk erhalten. Yes! Liebe Leute, wir haben das Feuerwerk. Das bedeutet, wir werden mal den Ultrapilz weglegen. Das bedeutet, wir können gleich zum Super Secret Geheimboss. Oh mein Gott, hallo! Das ist mein kleiner Laden. Möchtest du einen Leuchtstein? Ja. Tausch mir ein Feuerwerk? Ja. Danke, auf Wiedersehen. Wir haben den Leuchtstein erhalten. Okay, das bedeutet, als nächstes müssen wir uns nach Monstrostadt begeben. Denn wo sollte dieser Super Secret Geheimboss denn sonst sein, außer in Monstrostadt? Übrigens, der Kampf könnte relativ anstrengend werden, denn der Boss, den wir hier haben, ist der Boss mit dem meisten Leben im ganzen Spiel. Er hat, ich glaube, doppelt so viel wie beide Formen von Smitty kombiniert. Er hat sehr viele HP, könnte man sagen. Kann ich hier irgendwo speichern eigentlich? Ich kann hier irgendwo speichern, sehe ich das richtig? Ach, komm schon. Ey, ich muss kurz irgendwo hin und speichern und mich aufheilen im Idealfall. Das sind zwei Dinge, die ich noch ganz gerne erledigen würde, bevor ich zum Boss gehe. Vielleicht habt ihr dafür Verständnis. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Nach Nimbusland. Ist mir auch egal. Ja, Nimbusland. Lass mich nach Nimbusland. Lass mich hier dann... Oh Gott. Ich will nur speichern und mich aufheilen. Mehr will ich doch nicht. Wo ist das Haus mit dem Stern? Da. Lass mich rein. Hallo. Komm rein. Wir sind sicher. Kostet 30 Münzen. Die Nacht. Klar, machen wir eine Pause. Also ja, du willst die extra Luftkisten benutzen, das kostet 30 Münzen. Weißt du was? Ich probiere die Scheiße aus. Wenn wir jetzt schon losgehen zum letzten Secret Boss, dann kann ich mir das auch gönnen mit... Was ist das? Ach, ist das das neue Luftkistenbettteil? Oh mein Gott, das sieht ziemlich super aus. Warum bestand der Extrapreis beim letzten Mal eigentlich daraus, dass einfach ein Heavy Trooper auf mir geschlafen hat und Dinge mit mir getan hat? Das fand ich nicht gut. War es 30 Münzen wert? Ich glaube nicht. Aber egal. Egal. Ich bin aufgeheilt. Dann gehen wir noch eine Runde speichern. Seht ihr? Ich bin ein gutes Stück stärker als noch beim letzten Mal. Okay. Dann würde ich sagen, wir begeben uns zum Super Secret Geheimboss. Aus dem Weg! Ich muss die Welt retten. Vor einer Bedrohung, die keine wahre Bedrohung ist. Aber sie existiert. Und deswegen müssen wir zu ihr hin. Zu jeder Bedrohung, die existiert. So, Bohnental. Monstrodorf, Monstrostadt natürlich meine ich. Ist eine Stadt, kein Dorf. Okay, in Monstrostadt. Haben wir jetzt hier eine verschlossene Tür irgendwo? Hier. Versiegelt. Schau, der Leuchtstein reagiert. Das Siegel bricht. Das Siegel ist gebrochen dank dem Leuchtstein. Okay. Oh, ist so cool, dieser Bosskampf ist ja zum Teil ein Easter Egg. Denn, wie ihr natürlich wisst, ist Super Mario RPG von Square gemacht. Und dieser Boss ist quasi, er ist eine Anspielung an die Final Fantasy Reihe, könnte man sagen. Es ist quasi ein Final Fantasy Boss. Auch wenn er, nach dem, was ich gelesen habe, nicht wirklich aus dem Final Fantasy Spiel stammt, sondern nur Super Mario RPG ist er. Er ist sehr Final Fantasy mäßig. Ihr werdet schon sehen. Das erkennt man zum Beispiel an den Overworld Sprite, welcher einfach mal keine vorgerenderte Scheiße ist, sondern einfach nur ein klassischer Sprite, gepixelt. Ich grüße dich. Ich bin Kulex, dunkler Ritter von Wanda und Cosmo. Ich bin in diese Dimension gekommen, um für den dunklen Magier zu kämpfen. Aber diese Welt ist unbewohnbar für meine Rasse. Ich muss in meine Welt zurück. Bevor ich gehe, möchte ich doch euren stärksten Ritter herausfordern. Nimmst du meine Herausforderung an? Willst du gegen mich kämpfen? Ja.
Oh Gott! Und er sieht einfach auch, ich bin Materie. Ich bin Antimaterie. Ich sehe deine Vergangenheit und ich sehe deine Zukunft. Ich konsumiere Zeit und dich. Wir kämpfen gegen den beschissenen Gott. Es ist so fantastisch, dass dieser Boss einfach existiert. Und er hat natürlich ein paar Kristalle. 4 Kristalle. Klassische Sache. Die Kristalle kennt man natürlich auch aus der Final Fantasy Reihe. 4 Kristalle, denen wir, wenn ich das mal so anmerken darf, überhaupt keinen Schaden machen. Wir machen erstmal den Gino-Schub, bevor wir irgendwas anderes versuchen. Attack up! Defense up, wundervoll. So, den... Doch, jetzt mache ich eben vernünftig Schaden. Elektroschock. Ich denke, Taktik in diesem Kampf sollte es sein, dass wir zuerst vielleicht versuchen, die Kristalle auszuschalten. Das war nicht so viel Schaden. Megasauger. Natürlich kann er auch den Megasauger. Alle können den Megasauger. Megasauger hier. Megasauger da. Frierfelsen. Sonst noch was? Au. Au. Wasserexplosion. Oh, fuck. Okay, es könnte doch vielleicht ein schwerer Bosskampf werden. Dunkelstern. Oh Gott. Ich hoffe, Peach überlebt. Was habe ich sonst erwartet eigentlich? Ich habe gesagt, ich hoffe, Peach überlebt und dann... Oh, Peach stirbt! Wie unerwartet. Lichtkegel, fuck. Oh, jetzt schlafen sie. Oh Gott, ich glaube, ich werde auf die Fresse bekommen. Dabei habe ich sogar extra noch gelevelt. Warum muss er wieder ausgerechnet Peach als erstes killen? Ich hasse das! Jedes Mal aufs Neue! Das ist so nervig. Ja, ja, schlaf weiter, ist okay. Dann werden wir diesen Kampf einfach instant sofort verlieren, ohne dass wir auch nur so tun, als ob wir Widerstand leisten könnten. Wir machen einfach nichts, okay? Ist auch eine Möglichkeit. Einfach nichts machen. Soll hin und wieder mal ganz nett sein, wenn man einfach nur dasteht und nichts macht. Oh wow, du lebst, Mario, das freut mich aber. Würde ich gerne einen Hilf mir auf bitte einsetzen auf Peach. Oh, steh auf. Sei bitte dran, Peach. Sie ist nicht dran. Diamantsäge, lass ich raten, Mario stirbt jetzt als nächstes. Oh, ich mag diesen Kampf jetzt schon nicht. Dieser Kampf geht mir jetzt schon unglaublich auf die Nerven. Oh, Wasserexplosion, fuck. Das war das, was so viel Schaden gemacht hat, oder? Nee. Das hat vorhin aus irgendeinem Grund viel Schaden gemacht. Meteorschauer. Au. Und Mario ist tot. Natürlich ist Mario tot. Umarmung. Steh auf. Dankeschön. So, Gino. Weißt du was? Nein, du machst den Gino-Stoß. Der legendäre Gino-Stoß. Ja, genau, der. 1, 2, 3. Und... Piu, 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 piu. Ja, das ist doch akzeptabler Schaden, den der da austeilt. Au. Das war durchaus akzeptabler Schaden. Blizzard, so. Jetzt müssen wir nur noch den Angriff im Stand halten. Nur noch den Angriff im Stand halten. Und wenn wir Glück haben, nimmt keiner von beiden übermäßig viel Schaden, dann haben wir nicht ohne sogar die Möglichkeit, Mario wieder zu beleben. Aber wir wissen alle, dass das nicht passieren wird. Sie werden unglaublich viel Schaden nehmen. Okay, das ist okay. Was machst du? Flammenstein. Au. Ja, weißt du was? Das ist okay. Wir holen Mario zurück. Mario! Komm zurück. Fetter auf die Scheiße. Wir haben einen Bosskampf zu erledigen. Verstehst du? Ein Bosskampf! So, ich möchte mal anmerken, ich glaube, Gino teilt hier mit seinem Gino-Stoß unverschämt viel Damage aus. Ich glaube, der sollte diesen Kampf relativ leicht machen. Ich meine, seht ihr, wie viel Schaden er damit gerade austeilt? Das ist fucking viel. Blitz natürlich auf Mario. Okay, Mario ist dran. Hatten wir nicht ein Item, das alle heilt? Ne, nicht wirklich. Weißt du, was wir machen? Wir machen Felszucker. Ein Angriff, der einfach alle trifft. Ich denke, das ist das Sinnvollste, was ich hier machen kann. Ein umsonst. Yay! Erstarren. Das ist das Eisteil, ja. Sauger. Au. Ihr müsst einfach nur überleben. Es wäre echt super, wenn keiner stirbt, bis Peach dran ist. Fuck. Es ist jemand gestorben, bevor Peach dran war. Kann das sein? Wäre das möglich? Komm schon, Gino, Stoß. Einer von den Steinen muss doch langsam down gehen. Yes! Okay, 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 okay.
Ab jetzt, liebe Leute, ab jetzt soll dieser Kampf in unserer Hand liegen. Denn ab jetzt werden wir langsam aber sicher die Überhand gewinnen. Nachdem wir jetzt schon den ersten von ihnen kaputt gemacht haben. Ich vermute ja nicht, Segidos Stoß wird noch mehr kaputt machen. Corona! Ja, dein Elektroteil bringt dir auch nichts. Ich bin bereit für diesen Kampf und ich werde ihn Was zum Fick war das gerade? Wir werden sterben, oder? Nein, wir leben! Yay! Hilf mir auf Gino! Los, Gino, ich helfe dir auf! Ein umsonst. Ich werde es wahrscheinlich bereuen, aber ich muss den Gino-Stoß machen. Wenn wir einfach von denen noch ein paar Down bekommen, dann wäre das so unglaublich hilfreich. Fuck. Fuck, ich war zu übermütig. Wir werden Peach jetzt verlieren, diese Runde. Oh nein, da ist die Flammenwand. Ja, das war dann so weit. Das war es dann soweit mit Peach. Und Down. Explosion. Au, 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 au. Oh, das ist nicht gut. Jetzt greift er selber noch an mit dem Dunkelstern. Von dem ich absolut keine Ahnung habe, wie ich den blocken soll. Und Gino ist auch down. Fuck. Ey, wisst ihr was? Ey, wir sind wieder hier. Wisst ihr was? Ey, ich weiß, wie ich den Kampf gewinnen kann. Dieser Kampf ist durchaus schaffbar. Ich muss nur ein bisschen anders rangehen. Ich muss direkt von Anfang an irgendwelche Dinge machen, die alle angreifen. Und dann sollte das durchaus schaffbar sein. Ich meine, ihr habt gesehen, der erste Stein ist schon down gegangen. Stell ich mal vor, wie einfach der Kampf ist, wenn wir die Steine down haben. Und die halten nicht übermäßig viel aus. Es soll ja alles schaffbar sein. So, Siegel. Müssen wir wieder brechen. Versiegelt. Leuchtstein. Wow. Siegel bricht. Gehen wir rein. Hallo, geheimer Super-Secret-Geheimboss. Ich bin hier, um dich zu bekämpfen, dich zu besiegen. Ich bin der stärkste Ritter dieser Welt. Das ist irgendwie auch ein seltsames Szenario. Eine Welt, in der Mario der stärkste ist. Der stärkste Kämpfer der ganzen Welt, Mario. Das ist eine seltsame Welt. Ich bin Materie, ich bin Antimaterie, ich sehe deine Vergangenheit. Ja, du siehst meine Zukunft. Du bist ein Gott und wir werden dich jetzt umbringen. Wir kennen das, wir kennen das, wir kennen das, wir kennen das. So, Peach, du machst erstmal, mach ein Item. Felszucker machen wir. Felszucker. Felszucker macht guten Damage. So, ich hoffe, dass wenn Mario dran ist, dass wir bis dahin dann vielleicht sogar... Wir machen den Gino Blitz jetzt noch stärker. Halt Y gedrückt. So, meine Hoffnung ist, dass wenn Mario dran ist, dass wir bis dahin dann vielleicht sogar schon... Oh, eine Sonne! Dass wir bis dahin vielleicht schon den ersten Stein killen können. Wie wär's mit einer Eisbombe, Alter? Eisbombe! Ein umsonst. Okay, es hat an dem Wasserteil keinen Schaden gemacht, aber das ist okay. Das war nicht vorhersehbar tatsächlich. Flammenwand. Alter, ihr werdet down gehen, ihr Fuckteile. Diesmal weiß ich, wie ich an den Boss rangehen muss. Diesmal kann nichts mehr schief gehen. Außer Peach stirbt jetzt wieder spontan. Dann ist das relativ unschön. Mir wäre es recht, wenn Peach nicht einfach so spontan sterben würde. Sandsturm. Unschön. Alle sind wieder im Zitter-Zitter. Was ist eigentlich dein Problem? Was soll das denn immer? Die Kämpfe werden... Warum ist Peach jetzt überhaupt gestorben? Warum hat sie auf einmal 175 Schaden genommen? Kann mir das mal jemand erklären? Nein? Dachte ich mir. Ich hab's mich auch nicht verstanden. Mario ist gar nicht dran. Alter. Was war das für die Scheiße gerade? Habt ihr es gesehen? Einfach one-hitted. Oh, jetzt sind wir wieder in der Situation, dass wieder jede Runde einer sterben wird und alles kacke wird. Sehe ich das richtig? Ja, sehe ich richtig. Ah. Au. Sturm. Ich glaube, Peach wird auch wieder sterben. Was ist das denn? Warum macht das Zeug teilweise so unverschämt viel Schaden und teilweise dann einfach nicht? Ich verstehe es nicht. Ah gut, Gino ist wieder da. Gino, mach den verdammten Gino-Blitz. Jetzt bitte, wir müssen mindestens zwei von diesen Diamanten ausschalten. Keine Diamanten sind von diesen Kristallen da. Komm schon. Komm schon. Ach, wir haben einen kaputt, okay. Okay, der Grüne scheint am wenigsten Leben zu haben. Peach is down. Okay. Okay, ich glaube, wir sind insgesamt alle wieder komplett down. Und das wäre alles nicht passiert, wenn ich auf einmal sich gedacht hätte, lol, jetzt one-hitte ich Peach. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, weil ich kann das ja scheinbar.
Ja, komm, es ist vorbei, der Kampf. Ich verstehe schon. Der Kampf ist Bullshit. Ich hätte den Kampf gewonnen, wenn er nicht auf einmal Peach gewonnen hätte. Aus unerfindlichen Gründen. Es geht mir so auf den Sack, dass sie insgesamt immer in der Lage sind, meine verdammte Heilerin jedes Mal zu killen. Ständig. Das ist Schwachsinn. Vor allem, dass sie die ganze Zeit immer auf sie losgehen. Ich hasse das. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Jetzt komm, ich will sie fuckfähig killen. Ich bin stark genug, ich weiß es einfach. Es darf nur nicht jedes Mal so ein Schwachsinn passieren. Dann sollte das auch möglich sein. Wir gehen rein. Wuhu. Vielleicht sollte ich mehr von diesem Felszuckerzeug verwenden. Oh was, du bist der große Böse. Du bist der komische Gott aus der Final Fantasy Welt, der hier ist, um die Mario RPG Welt zu übernehmen. Das ist ja was Neues, hätte ich nicht gedacht. Cool, wollen wir kämpfen? Ja. Ugh. Was für ein Fuckboss. Wir werden ihn aber down bekommen. Es wird kein Problem. Ich meine, er hat mehr als doppelt so viele Leben wie die beiden Formen von Smitty vereint, aber er nimmt auch viel mehr Schaden durch, dass er so viel Angriffsfläche hat. So, Felszucker. Badaboom. Gino, mach den Gino Blitz. Y gedrückt. Ei. Okay. Ich hoffe, ich war nicht zu langsam. Liebliche Sonne, mach Boom. Yeah. Mario, Felszucker. Immer schön den Felszucker einsetzen. So, wenn Peach jetzt noch weiterlebt, dann wäre das so gut. Oh, Lichtpegel bedeutet, wir schlafen alle ein, oder? Nee, Peach wurde nicht getroffen davon. Oh mein Gott. Okay. Komm schon. Peach wurde wieder nicht getroffen. Ah, die beiden anderen haben so viel Schaden genommen. Ja, Mario wird definitiv sterben. Gino wahrscheinlich auch, oder? Sehe ich das richtig? Jetzt überlebt Peach, aber die anderen beiden nicht. Er greift noch an. Dunkelstern. Ja, Dunkelstern tötet beide. Es ist gar kein Zweifel daran. Oh, es hat nur den einen gekillt. Okay. Okay, das ist ziemlich gut. Wir machen ein... Hilf mir auf. Denn Hilf mir auf ist eine bessere Heilung als die von als die Wiederbelebung von Peach. Komm schon, Gino. Yes. Gino Blitz. Gut, alter Gino Blitz. Er muss uns helfen. Mario wird jetzt eh sterben. Komm schon. Wenigstens der Grüne geht da. Wenigstens der Grüne. Yes! Okay. Kristall. Au. Uncool. Flammenwand. Wie viel Schaden macht sie? Flammenwand macht bedingt viel Schaden. Genug, um Mario zu killen. Oh, Explosion auf Gino. Er lebt noch. Okay. Was macht der? Zerfetzer. Der Angriff, von dem ich nicht weiß, was er macht. Ey, ich weiß nicht, was Zerfetzer macht. Versteh's nicht. So, Mario ist auch wieder aufgestanden. Okay, Gino. Weiteres Mal den Gino-Blitz, bitte. Ich verlange ihn. 1, 2, 3. Komm schon. Und? Bitte geh noch eins. Bitte noch ein Kristall down gehen. Fuck. Ist nicht gut. Aber. Ich habe noch die Eisbombe. Friss Eisbombe, Bitch. Fuck, wieder nicht sound gegangen. Erstarren. Oh nein. Okay. Aber ich glaube, wir nähern uns der Sache. Irgendwie. Auch wenn Mario besser was ganz anderes hätte machen sollen, als das, was er gemacht hat. Aber okay. Und Gino ist down. Das war vorhersehbar. Meteorschauer. Au. So, ist was, Peach? Du machst jetzt eine... Ach, fuck, nein. Nein, du kannst keine Umarmung machen. Weil du am schnellsten... Das ist eigentlich nicht clever, dass Peach bei mir am schnellsten ist. Das ist eigentlich eine scheiß Idee. Ich habe ihr so ein Item gegeben, damit sie schneller ist. Und es ist eigentlich dumm, wenn sie am schnellsten ist. In der Situation. Ist überhaupt nicht hilfreich. Egal, noch ein weiterer Geno-Blitz. Und Mario macht dann dein, Komm schon, wir müssen darauf hoffen, dass jetzt einer von diesen Kristallen wieder down geht. Wenn ich nur noch eine Kero-Kero-Cola hätte. Wisst ihr was? Fuck, wir haben... Ich muss Sirup Royal eigentlich einsetzen, um meine BP wiederherzustellen. Aber auf der anderen Seite bringt mir das alles auch nichts, wenn Peach tot ist. Kann man sie einfach heilen. Gut.
Diamantsäge. Au. Und Mario ist tot. Corona. Müsste bedingt viel Schaden machen, wenn ich richtig liege. Au. Was zum Fick? Warum hat Corona jetzt gerade so viel Schaden gemacht? Wir werden die Runde nicht überleben. Wir werden die Runde nicht überstehen. Ja, und aber wieder super random LOL-Roffelcopter. Ich kill dich einfach mit irgendwas. Aus irgendwelchen Gründen. So, wenn ich Mario wieder belebe, müsste er doch jetzt dran sein, oder? Ja, er ist dran. Das heißt, ich kann einen Hilf mir auf Peach machen. Ey, sie lebt wieder. Okay. Einen umsonst. Wundervoll. Frierfelsen. Er geht auf Gino. Ne, auf Peach. Au, 139. Okay, Peach wird wieder draufgehen. Sie wird diese Runde wieder nicht überstehen. Warum ist fucking Corona eigentlich so stark? Warum ist das so stark? Warum ist alles von ihm so stark? Wir haben den Kampf verloren wieder. Wir haben den Kampf verloren. Der Kampf ist Schwachsinn. Ja, komm, mal mach irgendwas. Ich habe eh verloren. Es macht keinen Unterschied, was du machst. Sturm. Ja. Nicht getroffen. Was macht er jetzt? Dunkelstern. Und Mario ist down. Ich kann nicht mal einen meiner guten Angriffe machen. Wir haben auch keine Eisbombe oder sowas mehr. Sehe ich das richtig? Ja, sehe ich richtig. Okay, ich kann aber Mario wieder beleben. Ey, Mario lebt wieder. Wie schön für uns alle. Dann macht Mario einfach ein... Oh, fuck. Was macht Mario überhaupt am besten jetzt? Man hilft mir auf Peach und wir hoffen einfach, dass sie überlebt. Wenn sie überlebt, dann kann sie ein... Oh Gott, sie wird nicht überleben. Es wäre wichtig, dass sie überlebt. Dann kann sie fucking Zero Royal machen. Dann könnte Gino, wenn er irgendwann mal wieder lebt, vielleicht sogar angreifen. Er wird jetzt nämlich eh sterben. Das ist keine Frage. Das ist ein Fakt, dass er jetzt sterben wird. Oh mein Gott, wir haben das alle überlebt aus irgendeinem Grund. Okay. Zero Royal. Okay, okay, okay. Gino Blitz, komm schon, Gino. Zeig uns die Macht des Gino Blitz. Zeig sie uns. Komm schon. Komm schon. Ich schaff das nicht mehr länger. Ich halte das nicht mehr aus. Ah, es hat nichts gebracht. Es war zu wenig. Es war zu wenig. Es war verfickt nochmal zu wenig. Ach Gott. Diamantsäge auf Gino. Nee, auf Mario. Er lebt aber noch. Das heißt, bis jetzt gerade eben, jetzt lebt er nicht mehr. Explosion auf Gino macht wie viel Schaden? Miss. Oh mein Gott. Gino müsste diese Runde, er überlebt die Runde sogar. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Okay, Peach, mach. Fuck, nein, du machst nicht Umarmung. Du machst Hilf mir auf Mario. Haben wir noch ein Hilf mir auf? Ja, ich habe noch zwei, okay. Komm, Mario, komm wieder. Komm zu uns. Er ist wieder da, ein umsonst. Yes. Okay, Gino Blitz. Komm schon, Gino Blitz. Komm schon, Zeit 3. Und? Pschuh, komm schon, komm schon, komm schon. Bitte, 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 bitte. Yes! Oh, wir haben noch eins kaputt bekommen. Okay. Okay, jetzt machen wir einen Ultrapilz auf Gino. Er hat zu viel Schaden genommen. Okay. Ich glaube, jetzt sollten wir den Kampf gewinnen können, Leute. Jetzt sollten wir den Kampf gewinnen können. Wir gewinnen jetzt nämlich langsam die Oberhand. Nachdem er nur noch zwei von seinen Steinchen hat, kann er uns wesentlich weniger Schaden noch zufügen. Genau zu sein, weniger Schaden, als wir regenerieren können pro Runde. Seht ihr? Es war eklig, aber es war kein Problem für uns. Okay, Gino? Mann, ich glaube, diesen Kampf, ohne Gino würden wir diesen Kampf nicht bestehen, Leute. Wäre ich komplett am Arsch. Also habe ich mit Gino die richtige Entscheidung getroffen. Komm schon. Und? Boom.
Okay, es ist niemand gestorben oder so, das ist vollkommen okay. Greif den Erdkristall an. Sauger. Ist nicht welchen Sauger, aber das ist okay. Sturm. Hört auf, Peach anzugreifen. Flammenstein. Au. Der hat aus irgendeinem Grund gar keinen Schaden gemacht. Okay. Hört ich selber. Ich weiß, Marios Leben sind auch nicht komplett voll, aber mir egal. Mir egal. Oh, fuck. Nur noch ein Gino-Stoß. Mario, du musst danach dringend Sirup Royal einsetzen. 2, 3. Und? Piu, 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 piu. Yes! Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft, Leute. Ich glaube, wir haben es irgendwie geschafft, diesen Kampf. Diesen schrecklichen Kampf. Ich glaube, wir haben ihn überstanden. Ich glaube, es kann nicht mehr allzu viel schief gehen. Seht ihr? Alles ganz geschmeidig. Wir machen das. Wir hauen ihm jetzt mit unserem Hämmern und Handschuhen auf die Fresse. Denn das halten wir von einem Final Fantasy Gott. Wir hauen ihm auf die Schnauze. Mann, er scheint mir ziemlich schwach zu sein ohne seine Steine. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, wir schaffen diesen Kampf. Wir werden diesen Kampf bestehen! Wir werden gewinnen! Yeah! Ach ja, haben wir schon Zero... Ah ne, Moment. Die eine Fähigkeit, die Peach gar nicht einsetzen konnte, lag nicht daran, dass ich zu wenig BP habe, sondern daran, dass keiner tot war. Ich wollte fragen, ob wir Zero Pro schon eingesetzt haben, deswegen, aber wie auch immer. Wie auch immer. Hauen wir weiter auf ihn drauf. Sein diamantener Unterleib muss zerstört werden. Ich weiß immer nicht, was Zerfetzer macht. Senkt Zerfetzer vielleicht die Verteidigung? Oh mein Gott, wir haben ihn besiegt. Okay, wir haben es geschafft. Final Fantasy Siegesmusik. 244 Erfahrungspunkte. Level up für Mario. Das freut mich. Wir haben einen Gott erledigt. Oh, dein Geist ist stark. Danke, mutiger Ritter. Ich werde dieses Memento meiner Reise in Ehren halten. In einer anderen Zeit, einem anderen Spiel, wären wir vielleicht Todfeinde gewesen. Trennen wir uns als Kameraden. Nimm das. Halt es als Andenken in unseren Kampf in Ehre. Quarz-Talisman! Auf Wiedersehen, Meister Ritter. Ich bin der Meisterritter! Okay, Perspektive auf einmal komplett anders. Das war gerade sehr verwirrt. Okay, was ist das Teil, das wir bekommen haben? Ah, okay. Das Quarzteil, das erhöht Angriff und Verteidigung um 50%, verhindert, dass man gewonnen wird. Und erhöht auch den Damage, den... Oh Gott, Felsen, das Felsending ins Dings und die halt diese Items, die man haben kann, die Schaden austeilen, verwenden. Das ist relativ interessant. Aber gut, liebe Leute, ich würde sagen, ich begebe mich mal eben zum Speichern. Und ansonsten haben wir wohl im Großen und Ganzen dieses liebliche Spiel abgeschlossen. Mit einem letzten Kampf, der ziemlich anstrengend wurde. Unerwartet anstrengend. Wo will ich denn? Wisst ihr was, wir speichern ganz klassisch. Das letzte Mal speichern, das sollten wir bei Mario direkt am Haus machen. Wir haben das Spiel abgeschlossen. Ein liebliches Spiel, Mario RPG. Ich glaube, ja, ich habe genug dazu gesagt. Ich muss nicht sagen, was für ein Spiel halt, das haben wir alles schon geklärt. Und wir haben das Bonuszeug erledigt. Wie gesagt, es würde streng genommen noch mehr Dinge zu erledigen geben. Wie zum Beispiel die Musiknoten, die man im Froschteich machen kann. Aber das ist arschlangweilig zum Zuschauen. Ich glaube, man bekommt noch nicht wirklich was Aufregendes dafür. Das Spannende war das Casino und der Secret Boss, den haben wir beide gemacht. Dementsprechend würde ich sagen, liebe Leute, das war so ein Super Mario RPG. Vielen Dank fürs Zuschauen und gute Nacht.